Hallo Leute, es ist mal wieder Zeit für ein neues Video hier auf Robson Town und ich dachte mir, ich habe ja auch im letzten Video per Kommentar gefragt, ob ich ein Unboxing machen soll zu etwas, was ich mir gegönnt habe und da meinten einige ja und dann dachte ich mir, okay, mache ich's und ich komme mir jetzt ein bisschen vor wie in Hör mal, wer da hämmert. Kennt ihr noch diese Serie in Tool Time, in dem man was zu tun hat? Endlich habe ich mal hier ein großes Paket vor mir und ich könnte mich irgendwie daran gewöhnen, die ganze Zeit so zu sitzen oder zu stehen und zu quatschen. Das ist irgendwie ganz angenehm, aber dann gibt es kaum Mehrwert in diesem Video und den gibt es ja sowieso kaum hier auf Robson Town. Also was soll's, versuch mir doch irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Und ich habe euch ja bei diesem Bild gesagt, guck mal, wie viele Gutscheine ich bekommen habe zu Weihnachten und habe die sofort auf den Kopf gehauen. Und zwar für eine Soundbar von Samsung, die jetzt hier vor mir steht, die ungefähr so aussieht wie auf diesem Bild. Und die packe ich gleich aus und zeige euch, was es damit auf sich hat und warum ich die habe. Wen es interessiert, der bleibt dran. Wen es nicht interessiert, der kann trotzdem dranbleiben, soll sich aber nicht gezwungen fühlen. Und wer einfach nur mich mag, der soll doch genießen, dass ich hier bin. Und Spaß beiseite. Ich habe mir gesagt, eine Soundbar gekauft. Das ist quasi erst einmal, warum ich das getan habe, da ich ja auf meinem Hauptkanal DVD-Kritik andauernd Filmkritiken mache und ein Teil davon Kinofilme sind, wo ich im Kino bin, aber auch ein Großteil neue Blu-rays oder Neuerscheinungen sind, genauso wie meine Verlosungen. Quasi gucke ich zu Hause natürlich ganz viele Filme und habe einen 46 Zoll LED-Fernseher von Samsung und eine PlayStation 3 als Blu-ray-Player, die ich unglaublich mag als Blu-ray-Player. Was aber das Problem hat, dass ich keinen richtig guten Sound habe. Ja, ich habe zwar einige Boxen von Magnat und Kanton und kann die irgendwie bauen, aber so einen richtigen Surround-Sound bekommt man nicht. Und vor allem sind Effekte und Dialoge in Filmen immer unglaublich schlecht abgemischt, während man kaum versteht, was die einen gerade reden, ist die nächste Explosion so laut, dass es einen völlig erschrickt. Und das ist immer das Problem. Entweder man investiert halt 1000, 2000, 3000 Euro in ein einigermaßen ein gutes Surround-System, womit man dann einen tollen Klang bekommt. Aber das lohnt sich nicht für einen 26-Zoll-Fernseher. Wenn ich mir irgendwann in ein paar Jahren mal ein riesengeiles Heimkino baue mit Kinostühlen, das werde ich irgendwann machen, versprochen, werde ich auch bestimmt mal 5.000 oder 10.000 Euro darin investieren, einen guten Full-HD-Beamer zu haben und einen ordentlichen Surround-Sound. Bis dahin reicht es, ein kleines Upgrade zu haben. Und da kommt genau diese Soundbar ins Spiel. Das ist quasi so eine Art ja, Boxenriegel, wie man hier sieht. Die kann man vor den Fernseher legen. Die hat verschiedene Boxen drin und mischt so ein bisschen 3D-Sound ab in Räumen, kann also einigermaßen Effekte wiedergeben und dazu ist dann noch ein aktiver Subwoofer dabei, das heißt, der für die Bässe sorgt und was halt der große Vorteil dabei ist, man ist nicht auf diesen blechernden Sound von heutzutage, von diesen Flatscreens heutzutage abhängig, die das Problem haben, dass einfach keine ordentlichen Boxen verbaut sein können, weil die einfach unglaublich flach sind und woher soll man dann das Volumen nehmen und deswegen ist das eine kleine günstige Alternative, 230 Euro habe ich die Leute runtergehandelt bei Mediamarkt, ja, dort kann man auch handeln. Übrigens ein wichtiger Tipp für alle, die sonst auch Filme oder so mögen. Geht zum Mediamarkt, guckt, was das, was ihr wollt, oder zu Saturn, guckt das, was ihr wollt, was das bei Amazon kostet. Und wenn es bei Amazon direkt lieferbar ist und von Amazon versandt wird, geben die euch fast immer den Amazon-Preis. Und deswegen habe ich zum Beispiel für diese Soundbar statt 270 Euro, 230 Euro bezahlt. Das habe ich auch bei voll vielen Filmen, wo ich dann für Staffeln teilweise statt 25 Euro 9,99 Euro bezahle. Ganz wichtiger Tipp für alle, die sonst immer in Läden einkaufen wollen. So kriegt ihr einen viel besseren Preis und die Leute wissen ganz genau, dass sie immer noch ein Geschäft machen, fordert den Amazon-Preis. Okay, voll viel Gelaber vorneweg, was ich so erzählen wollte. Obendrein noch, ganz wichtig, ein HDMI-Kabel werde ich brauchen, um das Ganze anzuschließen, denn nachher wird die PlayStation in diese Soundbar reingehen und von der Soundbar ein Kabel in den Fernseher und da braucht man dann quasi eine Art Audio-Rückkopplung, damit sich der Ton abspaltet im Laufe des Weges dieses Signals. Also braucht man ein eigenes HDMI-Kabel, was jetzt aber hier aus dem Bild fliegen kann. Das habe ich dazu gekauft. Nehme ich das billigste, 15 Euro aufwärts, sollte dann reichen. Man kann natürlich da auch Open-End bezahlen, genauso wie man für so eine Soundbox locker auch 500, 600, 800 Euro bezahlen kann. Aber ich habe auf Samsung gesetzt, weil ich mit Samsung immer gute Erfahrungen gemacht habe. Ich hatte Laptops von Samsung, habe meinen Fernseher von Samsung, selbst meine fucking Waschmaschine ist von Samsung und irgendwie steht die Marke für gute Qualität und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, wurde noch nie enttäuscht, genauso wie mein Fernseher und habe als Soundcheck mir noch das Adele-Album geholt, Live at the Albert Hall. Das ist eine übelst extrem geile Kulisse, wo zum Beispiel auch Robbie Williams ein sehr cooles Konzert gegeben hat. Ich finde, diese Frau hat eine Wahnsinnsstimme und ist vor allem für einen Soundcheck richtig gut, weil sie einfach eine unglaublich hohe und klare Stimme hat und da kann man Ton richtig gut ausloten, weil die Bässe sind aufgrund des Subwoofers sowieso immer ziemlich gut und fit und da brauche ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Also hier noch Adele Live at the Albert Hall, irgend so eine Edition mit zwei Discs, da findet sich dann das normale Studioalbum und neben Booklet noch die Blu-ray vom Konzert drin. Werde ich großen Spaß haben, mir das anzusehen. Auf jeden Fall ein guter Test, weiß ich nicht, 20 Euro beim Mediamarkt. Und auch das kann erst einmal aus dem Bild fliegen. Und damit kommen wir dann langsam mal zum Wichtigsten.
was da nämlich die Soundbar selbst wäre. Und ich habe ganz viel geredet. Ihr könnt mir übrigens gerne eure Meinung da lassen. Ist das überhaupt interessant, wenn ich mir sowas hier zulege und angucke? Aber einige haben geschrieben, ja, ich will mir auch so ein Ding holen. Wir wissen, ob es sich lohnt. Kann sie jetzt natürlich nicht gleich testen, weil man muss das ein paar Tage, Wochen ausprobieren, ob die Qualität wirklich gut ist. Aber bin mal gespannt, ob man für 230 Euro, was ehrlich gesagt für Heimkinotechnik nicht wirklich viel ist, was kriegt. Aber auf jeden Fall hoffe ich mir ein gewisses Upgrade im Vergleich zum Vorgänger. Und nehme mir jetzt hier ein Cuttermesser und diesen großen Karton und dann schauen wir einfach mal rein. Was übrigens, was ich erzählen kann, ganz cool ist, hoffentlich während ich das hier auspacke, ist, dass man jetzt nicht nur den Fernseher anschließt und bekommt dann irgendwie die Filme, die man guckt, in besseren Sound hoffentlich oder das Fernsehprogramm. Das Ganze ist auch Bluetooth-fähig. Das heißt, ich kann dann ohne Probleme mein iPhone oder ihr euer Android-Phone oder euer Tablet damit connecten und eure Playlisten abspielen und könnt dann quasi von überall auch diese Soundbar benutzen, um euren Sound da irgendwie abzuspielen. Ja, euer Sound, eure Songs von eurem Handy, was ich ganz cool finde, weil ist doch immer noch ein bisschen besser als in iTunes gepackt, das Ganze. So, hier Samsung-Karton und ich habe mich hier hinten so weit an die Wand gestellt, dass die Pappe nicht mehr runtergeht, weil ich einfach nicht der Dünnste bin, aber was soll man da machen? So, gucken wir mal rein und da haben wir auch gleich ganz viel Styropor, meine Freunde. So. Styropor ist immer ein schönes Verpackungsmaterial. Habt ihr als Kinder aus diesen Dingern auch immer so dran rumgeraspelt und ganz viele Schneeflocken gemacht? Ich war als Kind verrückt danach und ziemlich bescheuert, habe ich immer auf die Balkone gestellt und dann zueinander geratschelt und gesehen, wie die ganzen Flocken sich in der Welt verstreuen. Ja, das ist eine kleine interessante Geschichte von mir am Rande. So, Soundbar, ich freue mich auf dich. Mal gucken, wie du erst einmal aussiehst. Ich glaube, es ist so ein wenig im Klavierlook das Ganze. Ich habe mich jetzt im Vorfeld auch nicht so wahnsinnig beschäftigt. Ich glaube sogar, dass in dem Segment LG besser vertreten ist, was die meisten Meinungen angeht. Aber ich wollte einfach Samsung standhalten, um mit dem Fernseher kompatibel vielleicht am besten eine Einheit zu haben und habe jetzt hier, irgendwie komisch, muss mal gucken, ich muss mal das Messer irgendwie wegpacken, ein so eingepacktes Ding. Ah ja, okay, guckt mal. Das hier, ich muss mal ganz kurz die Folie abmachen. Das hier ist sie also, mein neues kleines Klanggerät. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das hier alles gerade irgendwie bald runterwerfe, weil ich habe das jetzt hier irgendwie auf Stühle gestellt und das ist nicht so mega stabil. Aber was soll's. Und gewohnt irgendwie im Klavierlack und gar nicht mal so leicht, wie es aussieht. Es sieht plastehafter aus, als es eigentlich ist. Hier die Soundbar. Ich sehe drei Boxen auf der einen Seite, ich sehe drei Boxen auf der anderen. Gar nicht so leicht, wie man denkt. Das Ding wiegt bestimmt 1,5-2 Kilo, hier ist irgendwas mit Wireless, Subwoofer dran. Das heißt, der Subwoofer muss damit, also der Bass, die Bassbox, die noch kommt, muss damit nicht extra verbunden werden direkt. Hier ist irgendwie noch ein USB-Dock, hinten sind zwei HDMI-Eingänge, wie man hier sieht. Oh, ich will aufpassen, ich will nicht vorne drauf touchen und überall gleich Fingerfettabdrücke haben. Und auch noch irgendwelche Bohrungen, als wenn man das direkt als Wandhalterung machen kann. Ich werde mir das aber vor den Fernseher stellen und bin mal gespannt. Und das ist im Grunde so das kleine Herzstück, um das es geht bei dieser 230-Euro-Version. Macht keinen so schlechten Eindruck. Das Ganze kommt mit übrigens 280 Watt daher. Mal gucken. Soll wohl irgendwie 3D-Sounds generieren. Ich bin mal gespannt. So sieht das gute Stück aus. Und irgendwie finde ich es cool. Daran ist ein Netzteil. Ist schon klar. Und jetzt komme ich so ein bisschen ans Problem. Wo soll ich das jetzt hinlegen? Na egal. Ich packe es mal kurz hier rein. Gibt es noch was Wichtiges? Hier ist noch... Was ist das? Ihr könnt mich gerne aufklären. Sieht bis jetzt komisch aus. Ach so, nee, das ist eine Wandhalterung. Ich dachte jetzt, das ist hier irgendwie so eine Art Modul, was man einsetzen muss. Irgendeine Wandhalterungsvorrichtung und hier ist noch... ich komme jetzt ein bisschen dumm vor. Und hier ist noch und hier ist noch und hier ist noch. Eine Remote Control, RC, eine Fernbedienung, also von Samsung. Ich finde ja, die ist mega beschissen Design. Sieht die nicht ultra hässlich aus? Ach, naja, egal. Und eine Batterie haben sie auch nicht mal reingepackt, die Schweine. Oh, na toll. Da wird dann wieder gespart bei den Batterien. So, das ist jetzt hier so das Kernding und ich werde es jetzt mal weglegen und dann gucken wir weiter. Ich tauche mal kurz ab, Freunde. Ich gehe mal kurz aus dem Bild. Tschüssi. Und da schleicht er sich wieder geschmeidig ins Bild zurück. Attraktiv wie eh und je, der Robert Hofmann. So, weiter geht's. Was ist hier noch Schönes drin in der großen Kiste? In der Kiste haben wir noch so Papierkram, wie immer. Bedienungsanleitung mit AV-Kabel. Wer braucht denn das und wozu? Ah, hier sind die Batterien, über die ich gerade noch geschimpft habe, dass sie nicht dabei sind. Und auch so eine kleine Halterung hier, so ein Plastikding. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das eine Kabelführungsschiene? Keine Ahnung. Wer es weiß,
soll es mir sagen. Übrigens, wenn jemand von euch das gleiche Gerät hat oder ähnlich, lasst mir ruhig Tipps und Tricks da, was für Soundeinstellungen muss ich machen. Ich lerne gern von euch und lese wie immer jedes Kommentar. Es ist manchmal oder oftmals sehr, sehr hilfreich. Was ist denn das hier? USB? Eine USB-Verlängerung? Ne, USB-Adapter. Das hier witzig, den kann man generell gebrauchen. So, so, mal gucken, wo ich hier Sachen hin... Naja, gut, das ist jetzt auf dem Boden gelandet. So, und weiter geht's mit dem zweiten Kernstück. Ich hoffe, es interessiert irgendjemand von euch. Und wenn nicht, ach, was soll's. Guck mal, meine Haare, die sind so platt. Die machen das Gesicht noch breiter. Naja, das passiert. Was soll man machen? Habe ich hier noch als zweites Kernstück. Und jetzt kann eigentlich der Karton runter. Scheiße. Als zweites Kernstück. Achtung! Achtung! Boah, ist das hier enge. Das sieht auch in der Kamera super aus. So, Karton kommt. So. Musst du mal ein bisschen rumrücken hier. Habe ich hier das zweite Kernstück, Freunde. Und das ist der Aktiv-Subwoofer himself, den man jetzt noch braucht, der irgendwie für Klang sorgen soll. Und der ist irgendwie noch separat eingepackt. Aber egal, den kann man ja aufschneiden. Ist ja kein Problem. Und wollt euch in der Zeit noch fragen, was ihr Schönes mit eurem Gutschein gemacht habt. Ein paar Leute haben nämlich schon geschrieben, für was ihre Sachen so schön ausgegeben haben. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Und vor allem, wie werdet ihr Silvester feiern? Ich habe dieses Jahr noch keinen richtigen Plan. Und was ist der Brauch? Ich wollte es eigentlich wissen. Macht ihr eigentlich auch Bleigießen? Und wusstet ihr, das habe ich, als ich in London war mit der guten Darum, herausgefunden bei einem Video, wo es um German Stereotypes ging, dass Dinner for One, was wir uns jedes Jahr zu Silvester reinziehen, was wir hier so lieben, in England keine Sau kennt und das glaube ich sogar keine englische Produktion ist. Das ist doch total merkwürdig, oder? Bei uns total gehypt jedes Jahr. Und die Engländer haben das noch nie gehört. Dinner for One, eine kleine spektakuläre Sache. Ja, wollte ich mal an der Stelle sagen. So, jetzt komm endlich raus. Man will ja auch mal aufpassen, weißt du, Männer und Technik, da soll ja nichts kaputt gehen. Das ist so wie, also ich meine das überhaupt nicht klischeehaft, aber die meisten Frauen haben entweder... Und ich schwitze schon fast vom Leute auspacken, einen Schuh-Tick oder einen Handtaschen-Tick. Und ich kenne etliche, die beides haben. Und so ist es für Männer und Technik, ganz ehrlich. Ich kann dann so einen Mediamarkt oder... Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht rumreiße. Hier ist ein Kabel drin. Ach so. Vorsicht, Vorsicht, sage ich mal. Etliche Männer, und so geht es mir, ich könnte an jedem Mediamarkt und Saturn, kann ich nicht vorbeilaufen und kann da drin locker mindestens jedes Mal eine Stunde rumlaufen, nur um mir Sachen anzugucken, die ich überhaupt nicht vorhab zu kaufen. Und ich bin eigentlich null so der kommerzielle Typ, aber das hier finde ich dann doch immer wieder witzig, mir so alle Bling-Bling-Sachen anzugucken. Ich weiß nicht, was die Evolution uns da angetan hat, warum wir Männer auf sowas stehen. Und ich weiß, es tun auch viele Frauen sowas mögen. Ich möchte jetzt nicht als chauvinistisch gelten, aber das ist so ein bisschen ein Klischee, was sich auch bei mir bewahrheitet. Und jetzt mache ich hier diese Foliensachen ab und gucke mir noch diesen kleinen Freund hier an. Und kommen wir dann auch langsam zum Ende von meinem Unboxing. Ich werde euch dann irgendwann mal sagen, wieso der Klang ist und ob sich der Kauf gelohnt hat. Aber das kann ich nicht sofort. Und dann sieht man hier einen kleinen Subwoofer. Auch echt interessant. Glitzert, funkelt. Auf der einen Seite matt. Vorne mit hier natürlich Box und allem, was man braucht. Und den braucht man jetzt wohl nicht verkabeln. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Wiegt auch seine locker 3-4 Kilo. Alles im Klavierlack und schön so Samsung-mäßig. Bin mal gespannt. Sieht ganz interessant aus. Sieht sogar so aus, als könnte man für seine 230 Euro wesentlich mehr kriegen, als ich jetzt erwartet hätte auf den ersten Blick. Ich werde es mal probieren und hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Unboxing, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich hätte noch zeigen müssen, wie es läuft und wie es funktioniert. Aber ich würde es jetzt erstmal in Ruhe konfigurieren und genießen und mir Dell angucken, was ein Riesenspaß wird. Und sag bis hierhin danke fürs Einschalten. Lasst mir Tipps da, wie man ein Unboxing sonst besser machen kann. Und das war's von mir für heute mal wieder. Nicht vom Dach, denn das Wetter in Berlin ist momentan grau und regnerisch. Da kann ich die Kamera schlecht mit nach oben nehmen, weil sie sonst zuregnet und kaputt geht. Aber da sehen wir uns hoffentlich auch bald wieder und auch bald wieder mit Max. Aber jetzt gerade war mal so ein paar Tage Ruhe angebracht und deswegen vielleicht auch mal ganz schön. Und deswegen sage ich Tschüss, bis ganz, ganz bald, Freunde. Ich hör auf zu palabern. Ich schaffe immer irgendwie aus nichts ein wenig was zu machen, weswegen dieses Video locker 12 Minuten lang sein dürfte, tippe ich jetzt mal. Und wünsche euch einen wunderbaren Tag, wunderbaren Abend. Wir sehen uns ganz, ganz bald. Folgt eurem Herzen. Ich weiß oder bin der Meinung, es ist das Wichtigste, auch wenn im letzten Video eine kleine Diskussion zu dem Thema in Brand ist. Am Ende ist das wahrscheinlich für mich zumindest immer der Unterschied zwischen glücklich und unglücklich sein gewesen. Und deswegen ist das mein großer Tipp an euch. Ich sage für heute Tschüss, macht's gut, bis ganz, ganz bald und Tschüss.